Servus, ich bin der Johannes, bin verantwortlich für die Avabag-Rucksäcke bei Ottovox und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr euren Avabag für die Tour vorbereitet. Dabei das Hauptfach öffnen und mit dem mitgelieferten Tool kann die Überprüfung durchgeführt werden. Dieses Tool hat eine Seite, wo ein Gewinde dran ist, das ist zum Widerspannen des Systems und auf der anderen Seite ist die Prüfseite. Zum Prüfen des Systems das Tool mit der Seite in die Kartuscheneinschraubung einführen. Wenn das Tool nicht bis zum Anschlag in das Gewinde eingeht, ist das System nicht scharf und das System muss gespannt werden. Zum Spannen des Systems das Tool in die Gewindeeinschraubung einschrauben. Hierfür bitte wirklich darauf achten, dass das Tool gerade und mit wenig Kraftaufwand in die Einschraubung eingeschraubt wird. Einschrauben bis zum Anschlag und dann wieder herausschrauben. Jetzt kann man das System nochmal mit der anderen Seite prüfen. Hier geht jetzt das Tool bis zum Anschlag in die Einschraubung und somit ist das System gespannt und scharf. Dann die Kartusche in das System einschrauben. Wichtig bei der Kartusche ist grundsätzlich, dass die Kartusche, wenn sie außerhalb des Rucksacks gelagert wird, mit der Schutzkappe gelagert wird und nicht große Hitze und direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird. Dann ist das Füllgewicht mit einer Gewichtsangabe auf der Kartusche gekennzeichnet. Das bitte vor jeder Saison wirklich überprüfen. Damit kann man überprüfen, ob die Kartusche auch wirklich voll ist. Vor dem Einschrauben der Kartusche in das System sollte man, wie gesagt, prüfen, ob das System gespannt ist. Und man kann auch noch mal reinschauen, ob sich Dreck in der Einschraubung befindet. Und man kann auch gut sehen, dass die Nadel dort vorhanden ist. Das sollte man einfach vor jedem Einschrauben der Kartusche noch mal überprüfen. Dann die Kartusche einschrauben bis zum Anschlag. Hier aber nicht mit extrem hoher Kraft anziehen. Einschrauben bis der Dichtring nicht mehr sichtbar ist und dann mit der Kartuschenfixierung die Kartusche im Rucksack fixieren. Und prüft auch nochmal an der Seite, ob die Ventilsicherung im oberen Zustand eingeschoben ist. Und somit ist dein Avabag-System bereit für den Einsatz und für die Tour.